Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur Assassin's Creed Syndicate Folge. Was sind wir denn jetzt? 46? 46? Krass, ey. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieses Spiel so lang ist. Gib mir eine Sekunde, ich sitze gerade scheiße. Die Beine, die 10 Beine. So, okay. Also, wir sind ja inmitten eines Tötungsdelikts. Ja, wir müssen auf jeden Fall diese Gebrüder hier töten. Na, das kriegen wir auch hin. Ich warte nur ganz kurz ab, wie die alle hier laufen. Ja, okay, der geht gerade hier hin. So. Shit. Shit. Das ist auch ausgerechnet jetzt. Kacke, jetzt hat er schon wieder den Polizisten verprügelt. Nee, andersrum. Strange. Irgendwie, die sehen mich und töten dann sich gegenseitig. Okay. Ha, I know a dead body when I see one. Ja, einen toten Körper sehe ich auch, erkenne ich auch, wenn ich ihn sehe. Das ist eine witzige Aussage. Hier gibt es nicht so viele Sachen zum Verstecken und so. Das ist irgendwie nervig. Ich kann nicht mal jetzt gerade hier in der Masse untertauchen. Warum geht das denn jetzt nicht? Ich stehe inmitten von Leuten. Warum bin ich jetzt nicht in der Gruppe drin? Jetzt. Wow. Wir müssen irgendwie diese halluzinogenen Bolzen. So, warum bin ich jetzt nicht mehr in der Gruppe drin? Danke. Ach Gott, das ist echt, also diese Massen. Scheiße gemacht. Guten Tag. Oh Gott. Und ich finde das zum Beispiel auch nervig, weil wie soll ich denn irgendwen aus einer Masse töten, wenn die Masse direkt komplett eskaliert, wenn irgendwer getötet wird? So. Ich muss auch schon sagen, ich war auch mal unauffälliger. Der nächste Polizist ist wie am Arsch der Welt. Scheiße. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ah, ah, er sieht mich nicht. Ah, mal gucken. Versuchen wir es mal so. Oh yes. Oh yes, das wird cool. Oh ja. Jawohl, es hat geklappt. Juhu. Es hat alles nach Plan funktioniert. Ich muss doch kurz bei dir einkaufen. Fülle alles auf und jetzt kann ich wieder gehen. Danke. So, und wir haben es geschafft. Yippie. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen erstaunt von mir selber. Wir haben das Gebiet befreit. Oh. Das war mein Handy. Ich entschuldige mich. Und wir haben eine Trophäe bekommen. Okay. Ich weiß nicht genau wofür. Das war jetzt gerade mein Menü. Ja. Vielleicht für so und so viele Nebenmissionen geschafft. Ich weiß nicht. Ach genau, hier, da stehen eigentlich die Aktivitäten für Dan Temse. Ah, jetzt habe ich mir die Frage von meiner vorherigen Folge beantwortet. Eins von drei Missionen mit diesem Kopf. Ja, hier, ne? Oh. Die hier haben wir noch. Das gehört auch noch zu Temse. MZ, oder, nee, das hier war die Mission. Oder war das der Chase? Ja, jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Nee, ich glaube, es war Level 3 Mission. Ich glaube, das war nämlich der Witz, weil wir die schon 100 Mal probiert haben. Gut, da fehlen uns eigentlich nur noch diese beiden Missionen und dann haben wir vielleicht endlich mal die Themse für uns. Mehr oder weniger. Und hier ist auch die Karte vorbei. Ach ja, das war diese Erste Weltkriegssache. Was auch immer das ist. Warum wirft mir dieses Spiel irgendwelche Symbole in den Kopf, die ich nicht raffe? Ist genauso wie dieses Öko-Assassin-Symbol vom letzten Mal. Was soll das eigentlich? Ach. So, was ich aber noch machen wollte, war gucken, ob wir denn irgendwie noch Punkte haben. Wir haben 2 Punkte. Ja gut, das bringt uns nichts.
Dann, was können wir denn? Ich habe ein bisschen Angst vor der nächsten Mission, weil die Level 7 verlangt. Wow. Hä? Wie hab ich das denn geschafft? Portal zum Ersten Weltkrieg. Aber ich möchte ganz kurz anmerken, dieses eine Symbol, dieses Öko-Assassinen-Symbol, ist hier nicht drauf. Das einzige Symbol, was hier dem ähnlich sieht, ist bei Sonstiges das dritte von oben. Es ist Assassine. Oh, gleichzeitig das dritte von unten. Haha, voll cool. Ja, ich habe keinen Dunst, was das sein soll. Gut. Wisst ihr was? Wir belassen es jetzt einfach dabei. Kein Bock mehr. Es ist irgendwie... Das Rätselraten um diese Mission macht mich irre. So, können wir hier hoch? Ja, großartig. Dann kümmern wir uns diese Folge einfach weiter um die Themse, denn ich habe auch Angst, die Hauptmission weiter anzufangen, wenn wir noch unterlevelt sind. Ich habe eher das Gefühl, also ich habe eigentlich die ganze Zeit chronisch das Gefühl, dass wir unterlevelt sind, weil wir nicht so viele Nebenmissionen machen, beziehungsweise ich mache ja nur die Nebenmissionen, die notwendig sind für die Bereiche, für die Gebiete. Und ja, weil es ist immerhin ein Let's Play, was ihr auch irgendwie gucken wollt und ich möchte euch nicht eigentlich allzu lange mit diesen belanglosen Nebenquests abhandeln. Aber das müssen wir machen für irgendwann für Sequenz 8, deswegen mache ich die jetzt. Ich mache quasi nur das Nötigste für euch. Und warum? Was soll das denn, Jacob? Holy shit, was soll das? Warum bist du runtergefallen? Wolltest du mal schwimmen gehen, oder was? Du wolltest bestimmt einfach nur mal schwimmen gehen, oder? Oh, einfach mal ins Kühle, nass. Oh, schön. Ja, jedenfalls. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, genau. Ich habe deswegen das komische Gefühl, wir sind unterlevelt, weil ich halt nur das Nötigste mache. Guten Tag. So. Und wir laufen weiter zur Kopfgeldjagd. Wir laufen weiter zur Kopfgeldjagd. Wir laufen weiter zur Kopfgeldjagd. Und dann töte ich dich und nehme mir Simon Chase. Simon Chase. Warum hat mich jemand gesehen? Man weiß es nicht. Ich verpiss mich einfach mal so. Ho, ho, ho. Oh, warum sieht mich hier einfach mal so jemand? Das finde ich blöd. Sogar äußerst blöd. So, da ist Simon Chase. Und er sieht ganz schön scheiße aus. Unsere Strategie ist es, ihn lebend zurückzubringen. Da haben wir auch sogar einen Freund sitzen. So. Oh Gott, wirklich beide? Scheiße, jetzt wird's der eine sehen und der einen tötet und der andere sieht's. Das ist voll nervig. Du da unten, geh mal. Einer kann hier hinkommen, der andere kann gehen. Wie wär's damit? Ha, okay. Woher kam der Schuss? So. Lalalalalalala. Ich bin die Unauffälligkeit in Person, in Person, in Person, lalala. Na? Hallo? Fuck. So, jetzt muss ich eigentlich noch den einen da kriegen und dann ist meine Bahn eigentlich frei. Oder? Hier unten ist noch einer. Ah.
Der berühmte seitliche Flug eines Assassinen hat bereits schon einige das Leben gekostet. So. Shit. Nein. So, den muss ich nur noch töten. Wenn er jetzt hier rauskommt, dann ist alles gut. Nein, 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 nein. Fuck. So. Gott sei Dank. So. Der einzige Typ, der uns eventuell in die Wege kommen könnte, ist der da, in Blau. Is it your job to pollute the river? It's nothing personal, but a man must also make a living. Was? A man must pay for his crimes. Oh ja, das finde ich auch. So, dann gehen wir jetzt schön gemütlich hier hin und liefern dich schön an der Assassinen aus. Guck mal, deine Kutsche wartet schon auf dich. Ist das nicht ein Service, mein lieber Freund? Du kriegst den besten Service hier in ganz London. Schön aufs Silbertablett quasi serviert. So, rein mit dir. So. Ah, jetzt müssen wir selber fahren, okay. Wow. Das, also ganz ehrlich, Blighters, ihr könnt ganz schön viel von mir lernen, was Rammen angeht. Da bin ich definitiv noch die bessere von uns. So, jetzt komme ich hier natürlich nicht hin, weil ich nicht anonym bin. Oh Gott. Rückwärtsgang, Pferd. Rückwärtsgang. Aua. Aua, hallo? Geht doch. Was ist das denn für ein blöder Kampf? Kannst du bitte hier hinkommen und mit mir kämpfen wie ein Mann? So. Hätten wir das, ja? Danke. Ah. Machen wir es halt anders. Ich hoffe, ich sehe jetzt keine Gegner auf dem Weg. So. Girl, geht doch. Geht doch. Ja, ist doch schön. Schaut mal, wir haben sogar was geleistet. Ich bin beeindruckt. Ich bin ziemlich beeindruckt. Thief Taker. Das können wir uns aber jetzt schnell angucken, weil ich schnell genug war. Ah. Da. Bring three bounty targets back alive. Das ist diese Trophäe. Großartig. Gut. Ja, was haben wir denn noch an Zeit? Eigentlich gar nicht mal so viel. Ja, wenn wir jetzt. Aber die Themse ist schon zu 71%. Ja gut, dann fehlt uns fehlt halt wirklich original nur noch das hier. Diese eine, diese dümmste Mission ever fehlt uns noch. Und wisst ihr was? Ich finde, wir machen die einfach das nächste Mal. Und ich beende... Oder soll ich das nochmal schnell probieren? Ah, oh Gott. Ich bin noch so... Ah, das ist alles doch nicht genug lang her, dass ich... Ach, dass ich diese Mission verzeihen kann. Ha. Naja, komm, wir probieren es mal. Ich guck mal ganz kurz, ob noch irgendwo ein Händler in der Nähe ist, weil wir noch irgendwie Wurfmesser brauchen. Diese Dinger sind eigentlich schon ganz geil. Ich müsste die mal öfter benutzen. Ah. Ladezeiten sind ganz
Schöne Zeiten, Ladezeiten, Ladezeiten. Ja, da ist die Templerjagd, da ist die Kopfgeldjagd. Hauptsache, wir können überall jagen. Hier ist ein Geschäft. Na, guck mal. Perfekt. Und kapau. Kapau, wow, wow. So. Ja, komm, versuchen wir es mal schnell. So. Wurfmesser erledigt. Ich hätte eigentlich gerne mehr Wurfmesser. Lass mal ganz kurz gucken, ob wir das herstellen können irgendwie. Das ist ja doch ist ein Upgrade. Patronengurt, Bomben, Messer. Ah ja. Juhu. Wir können mehr Messer mitnehmen. Ach Gott. Da kann ich auch bestimmt mehr Messer kaufen. Sehe ich, wie viele das sind? Nee, ne? Aber... 10 Stück! Geil, geil! Mein Leben hat dann so viel Qualität gewonnen. Warum haben wir das nicht früher gemacht? So, wenn ihr mich doof anguckt, der wird umgestochen. Jetzt haben wir mehr Wurfmesser dabei. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich fühle mich hoch erkoren. Und vor allem neu geboren. So, nee, das ist. Ich bin tatsächlich gerade in der falschen Mission. Ich muss. Genau, Emmett Sedgwick, das ist der Kack. So. So. Gefangen nehmen auch. Dazu gehen wir nach oben. Schalten einfach alle aus. Ah? Hallo? So. Ich würde auf das Dach hier. Wer? Und der läuft schon wieder weg. Diese Mission. Diese Mission. Sie hasst mich so sehr. Oh Gott. Es ist, als wäre es Absicht. Ich glaub's nicht. Scheiße. Oh Gott, ja. Nee, vergiss es. Nee, wir machen einfach an dieser Stelle Schluss. Ich hätte einfach gerade eben Schluss machen sollen. Ich war zu optimistisch. Ich wollte zu viel. Das hat mich jetzt mein Leben gekostet. Und deswegen beenden wir einfach mal diese Folge an dieser Stelle. Ah, es ist ärgerlich. Scheiße. Diese Mission, das ist eine Level 3 Mission und ich krieg die immer noch nicht hin. Oh. Naja, ich wünsche euch dennoch einen wunderschönen Sonntag, Abend, Nachmittag, Mittag, Tag, wie auch immer. Und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge Assassin's Creed Syndicate wiedersehen, auch wenn das hier alles wieder vollkommen chaotisch war. Und, ja. Naja, eigentlich alles wie immer. Eigentlich ist alles wie immer. Ja. Bis demnächst, ihr Lieben. Haut rein. Macht keine blödsinnigen Sachen wie ich. Wir hören uns. Ciao, ciao.